Hallo zusammen, heute werden wir gemeinsam ein intensives Homeworkout für den Bauch machen. Wir werden hier alle Übungen auf der Matte machen. Jede Übung dauert eine Minute. Ich werde sie euch vormachen. Ich habe hier mein Handy mit der Stoppuhr und wir starten auch direkt. So, wir starten mit der ersten Übung. Dafür legen wir uns auf unseren Rücken. Ich drücke jetzt mal hier auf Start. Und wir starten mit Crunches. Wir bringen unseren Oberkörper nach oben, schön an den Punkt, wo es wirklich anfängt, gleich weh zu tun. Ihr könnt eure Hände entweder unten lassen und so hochgehen. Ich nehme sie jetzt hier an meinen Kopf. Achtet darauf, dass ihr das Kinn schön zur Brust zieht, wenn ihr nach oben geht. Also nicht den Kopf irgendwo hinstrecken, sondern schön Kinn zur Brust und richtig schön hier oben den Bauch anspannen. Machen wir noch 15 Sekunden. Achtet auch darauf, dass ihr den vollen Weg nach oben geht, also nicht irgendwo auf der Hälfte aufhört. Jawohl. Die erste Minute haben wir geschafft. Wir bleiben oben und jetzt wippen wir mit unseren Händen rechts und links von unseren Beinen rauf und runter und halten wirklich die ganze Zeit schön die Spannung im Bauch. Den Kopf nicht irgendwie zwischendurch ablegen, wirklich die ganze Zeit schön das Kinn zur Brust, halte die Spannung im Bauch, zieht den Bauch zur Wirbelsäule, der Rücken liegt auf dem Boden auf. Jawohl, die Hälfte haben wir geschafft. Sehr gut, nicht nachlassen, schön den Oberkörper nach oben, Rücken bleibt auf der Matte, der Bauch ist fest angespannt. Noch 10 Sekunden. Jawohl, okay, wir gehen direkt nahtlos über in die nächste Übung. Und zwar ziehen wir unsere Knie ran, schön nach oben. Wir sitzen auf dem Po. Wenn wir nach oben kommen, spannen wir den Bauch an, so fest es geht. Also ziehen wirklich schön den Bauch nach innen rein zur Wirbelsäule. Das Kinn geht auch hier zur Brust. Sehr gut, noch 15 Sekunden. Jawohl. Okay, wir kommen zur nächsten Übung. Dafür drehen wir uns auf die Seite. Und jetzt machen wir den seitlichen Crunch, gleiches Schema wie eben bei der ersten Übung. Wir ziehen den Oberkörper nach oben, spannen den Bauch fest an und spüren wirklich, wie unsere seitliche Bauchmuskulatur arbeitet. Auch hier zieht den Oberkörper schön weit nach oben, hört nicht auf der Hälfte der Strecke auf, sondern wirklich schön bis nach oben hinziehen. Noch 20 Sekunden. Okay, wir wechseln die Seite. Gleiche Position wie eben und wir ziehen den Oberkörper nach oben. Der Bauch ist fest angespannt. Konzentriert euch wirklich auf eure Bauchmuskulatur. Sehr gut, Hälfte ist geschafft.
10 Sekunden. Als nächstes gehen wir direkt in den Plank über, also keine Pause zwischen den beiden Übungen. Drehen uns direkt in die Plank Position und halten auch hier eine Minute. Achtet darauf, dass ihr nicht mit dem Bauch irgendwie durchhängt, nicht ins Hohlkreuz geht, sondern zieht den Bauch wirklich schön zur Wirbelsäule, spannt den Po an, zieht den Bauch ein. Der Rücken ist gerade, der Körper bildet eine Linie. Streckt auch eure Knie durch, also hängt nicht irgendwie, sondern wirklich streckt die Knie durch. Die Beine sind durchgestreckt in einer Linie zum Rücken. Jawohl, 30 Sekunden haben wir schon. Noch 15 Sekunden. Halte die Spannung. Bauch zur Wirbelsäule. Jawohl. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir drehen uns direkt auf die Seite und machen und heben unser Becken nach oben. Das Ganze machen wir jetzt auch eine Minute. Achtet darauf, dass euer Körper schön gestreckt ist. Bauch ist angespannt, haltet die Spannung. Wenn euch das zu schwer ist, dann könnt ihr auch ein Bein ablegen und das andere ausstrecken und dann so hochgehen. Aber noch besser ist es, wenn ihr komplett in einer Linie bleibt und hochgeht. Hälfte der Zeit haben wir. Noch 20 Sekunden. Seite. Gehen auch hier direkt mit der Hüfte nach oben. Achtet auf eure Streckung im Körper. Spannt den Bauch wirklich fest an. Noch 20 Sekunden. Sehr gut. There's a feeling in my soul. Can't defeat it. I lose control on your marks. Get set. Are you ready to go? Give me meaning. Sehr gut. So, jetzt haben wir noch zwei Übungen vor uns. Wir drehen uns nochmal auf den Rücken. Heben unsere Beine vom Boden. Die Beine sind durchgestreckt. Wir gehen mit unserem Oberkörper hoch und abwechselnd mit dem linken Arm zum rechten Fuß und mit dem rechten Arm zum linken Fuß. Wenn ihr hochgeht, achtet darauf, dass euer Bauch wirklich schön angespannt ist. Kinn zur Brust, Bauch zur Wirbelsäule, der Rücken liegt auf dem Boden. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so. Sehr gut, noch 10 Sekunden. Danach gehen wir direkt nahtlos über in den Bicycle Crunch. Hands underwater, try to disguise it. Want you to hold me. Genau, wir heben unsere Beine runter und gehen auch hier mit dem linken Arm zum rechten Knie und mit dem rechten Arm zum linken Knie. Wir drehen unseren Oberkörper schön mit ein, spannen den Bauch fest an. Der Rücken liegt auf dem Boden auf, Kinn zur Brust, Bauch ist eingezogen und angespannt. Noch 30 Sekunden. Sehr gut, die letzten 10 Sekunden
Gib nochmal Vollgas. Das ist die letzte Übung. Sehr gut. Jawohl. So, das war's mit dem Video. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mal in die Kommentare, welche Übung ihr am besten im Bauch gespürt habt und wo ihr am liebsten aufgehört hättet. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!